Werte jeden dieser vier Ausdrücke aus. Beim ersten Integral ziehe ich es vor, dieses dx nach hinten zu setzen, denn so erkennt man besser die Funktion, deren Stammfunktion wir suchen. Eine Stammfunktion von 1 auf 1 plus x², das ist Arkustangens von x, also suchen wir hier die Variation von Arkustangens von x von 0 bis 1. Das heißt, wir berechnen Arktangens von 1 minus Arktangens von 0. Arktangens von 1, das ist Pi Viertel, Arktangens von 0, das ist 0, und somit finden wir als Endantwort Pi Viertel. Um im Punkt 2 dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion von x mal e hoch x. Wir haben hier das Produkt von einem Polynom mit einer Exponentialfunktion und in diesem Fall geht man immer partial vor, indem man die Exponentialfunktion in Form einer Ableitung schreibt. Hier ist es sehr einfach, denn die Ableitung von e hoch x, das ist e hoch x. Partial geht man wie folgt vor, man schreibt das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, also so, und zieht davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft, und so erhalten wir hier x' mal e hoch x. x', das macht 1, und eine Stammfunktion von e hoch x, das ist e hoch x. Hier können wir e hoch x noch ausklammern. Um also dieses Integral herauszufinden, brauchen wir nur diese Stammfunktion variieren zu lassen von 0 bis 1. Das heißt, wir ersetzen x da und da zuerst durch 1, dann ersetzen wir x da und da durch 0 und ziehen die zweite erhaltene Zahl von der ersten ab. Wenn wir x da und da durch 1 ersetzen, dann finden wir 1 minus 1, das heißt 0 mal e hoch 1, also 0. Und wenn wir x da und da durch 0 ersetzen, dann finden wir 0 minus 1, also minus 1, mal e hoch 0. Und somit finden wir als Endantwort 1. Um im Punkt 3 diese Stammfunktion zu bestimmen, könnte man die Polynomdivision vornehmen. Oder aber man wendet einen kleinen Trick an. Der Trick hier besteht darin, im Zähler 1 zu subtrahieren, dann aber auch sofort wieder zu addieren, sodass man die Funktion nicht verändert hat. Vorteil hier ist, wir können diese Stammfunktion zerstückeln als Summe der Stammfunktion von x² minus 1 auf 1 minus x und der Stammfunktion von 1 auf 1 minus x, also so. Im Zähler der ersten Stammfunktion können wir faktorisieren, x² minus 1, das ist x minus 1 mal x plus 1, und diese zweite Stammfunktion ist eine direkte, das ist minus der natürliche Logarithmus vom Betrag von 1 minus x. Wer das nicht sofort sieht, kann auch per Substitution arbeiten, indem er stellt 1 minus x gleich u. Die Ableitung von dem u gegenüber der Variablen x ist dann minus 1, daher dieses Minus. Hier können wir jetzt kürzen, dieser Bruch ergibt minus 1 und somit bleibt nur noch Stammfunktion von minus x minus 1 dx zu bestimmen und das ist minus x² halbe minus x. Somit finden wir diese Endantwort. Um dieses Integral in Punkt 4 zu berechnen, nehmen wir den klassischen Variablenwechsel x gleich a mal Sinus u vor. X gleich a mal Sinus u, dann und genau dann, wenn x geteilt durch a gleich Sinus u ist. Da wir hier integrieren von 0 bis a,
können wir annehmen, dass a eine streng positive Zahl ist und hier teilen wir somit nicht durch 0. Diese Gleichheit ist gültig dann und genau dann, wenn Arcosinus von x geteilt durch a gleich ist zum Arcosinus von Sinus von u, also u. Wenn x gleich 0 ist, dann ist u gleich Arcosinus von 0 geteilt durch a, also Arcosinus von 0, das heißt 0. Wenn x gleich a ist, dann ist u gleich Arcsinus von a geteilt durch a, das heißt Arcosinus von 1, also Pi halbe. Die Ableitung von diesem x gegenüber der Variablen u, das ist a mal Cosinus von u. Somit ist alles parat, um das Integral zu berechnen durch diesen Variablenwechsel. So stoßen wir auf dieses Integral. Wir integrieren von 0 bis Pi halbe, von 0 bis Pi halbe, Quadratwurzel von a Quadrat, Quadratwurzel von a Quadrat, minus, minus. Hier steht x Quadrat, wir ersetzen aber x durch a mal Sinus von u, also wird hier abgezogen a Quadrat mal Sinus Quadrat von u. Dx geteilt durch du, das ist a cos u, daher diese beiden Faktoren und am Ende bleibt noch das du. Im Radikant können wir a Quadrat ausklammern und aus der Quadratwurzel rausholen. Da erhalten wir so Betrag von a. Aber da a streng positiv ist, ergibt das hier a und a mal dieses a, das macht a Quadrat. Als Radikant haben wir dann noch 1 minus Sinus Quadrat von u und das ist Cosinus Quadrat von u. Die Quadratwurzel von Cosinus Quadrat von u, das ist der Betrag von Cosinus von u. Aber da u variiert von 0 bis Pi halbe, ist der Cosinus von u positiv und somit ist der Betrag von Cosinus von u gleich Cosinus von u. Und dieses Cosinus von u mal diesen Faktor Cos von u, das ergibt Cos Quadrat von u. Diese Zahl a Quadrat kann aus dem Integral raus als multiplikative Konstante. Und Cosinus Quadrat von u kann verwandelt werden in 1 plus Cosinus 2u geteilt durch 2 durch die entsprechende Formel von Carnot. Diese 2 kann auch noch aus dem Integral raus und teilt dann hier a Quadrat. Dann suchen wir noch eine Stammfunktion von 1 plus Cos 2u, du. Also finden wir u plus Sinus 2u geteilt durch 2. So, jetzt lassen wir diese Stammfunktion variieren von 0 bis Pi halbe. Das bedeutet, wir ersetzen zuerst u da und da durch Pi halbe, so erhalten wir Pi halbe plus Sinus von 2 mal Pi halbe, das ist Sinus von Pi, Sinus von Pi ist 0 und 0 geteilt durch 2 bleibt 0. Davon ziehen wir ab 0 plus Sinus von 2 mal 0, also Sinus von 0, das heißt 0, geteilt durch 2 und das bleibt 0. Und so finden wir als Endantwort Pi a Quadrat Viertel.